Guten Abend, liebe Kunstfreundinnen und Kunstfreunde. Mein Name ist Friedhelm Hütte und ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer dritten Talkrunde im Rahmen der neuen Reihe Deutsche Bank Collection Live Meet the Artist. Heute zu Gast Axel Hütte. Wir starten gleich, nachdem ich noch einige einführende Hinweise gegeben habe. Die Reihe versucht, unsere vielen Künstlergespräche, Begegnungen zu übertragen in eine Zeit, in der wir eben nur sehr begrenzten Zugang haben zu den Ausstellungen, zu unseren Räumlichkeiten. Wir möchten aber trotzdem den Dialog suchen mit den Künstlerinnen und Künstlern und auch mit dem Publikum und deshalb heute eben in der Ausstellung Time Present schon die dritte Begegnung nach Andreas Mühe und Sao Fei heute Morgen in der Verbindung mit Singapur. Axel Hütte aus Düsseldorf hier zu Gast. Erlauben Sie mir noch einige technische Hinweise. Wir bitten Sie, sich zu muten oder stumm zu schalten. Sie können auch teilnehmen über YouTube und Facebook für den streamenden Beitrag dort. Und wir würden uns sehr freuen über Fragen an den Künstlern am Ende per Zoom-Chat, dass Sie die per Zoom-Chat einreichen. Wichtig wäre dabei, dass Sie hier die Frage und Antwort, die Q&A-Funktion benutzen. Starten möchte ich aber mit einem Einblick in unsere Ausstellung selbst, in der wir uns hier befinden. Und deshalb bitte Video ab. Die Ausstellung Time Present zeigt über 70 fotografische Werke aus der Sammlung Deutsche Bank, die zwischen 1975 und 2019 entstanden sind. Die 15 Künstlerinnen und 21 Künstler stammen aus 20 Ländern von Albanien bis Kamerun. Der Bestand an fotografischen Arbeiten in der Sammlung umfasst insgesamt über 5000 Werke. Das sind von kleinen klassischen Formaten bis zu Großformaten, mehrere Meter messende Werke, Schwarz-Weiß-Fotografie, digitale Experimente, alle Sujets sind vertreten. Wir haben uns für eine thematische Ausrichtung entschieden und wollen aufzeigen, das vielfältige Verhältnis, die Beziehung zwischen Fotografie und Zeit. Auf der einen Seite ist Zeit ein technischer Faktor im Zusammenhang mit Fotografie. Auf der anderen Seite den kurzen Moment, den wir gar nicht wahrnehmen können, den kann auch eben die Fotografie festhalten. Dann aber auch die Vorstellung, dass in dem Moment, wo das Foto entsteht, die Gegenwart sozusagen zwar in dem Foto ist, aber sie ist auch schon wieder vorbei, also wird zur Vergangenheit. Inszenierung, über die Zukunft sozusagen nachdenken, bildnerisch nachdenken. Und diese verschiedenen Aspekte haben wir in vier Kapiteln zusammengestellt und mit eben beispielhaften Fotografien, die mal mehr, mal weniger eng sich mit diesem Thema Zeit verbinden. Axel Hütte aus Düsseldorf hier zu uns in das Palais Populaire und in den Linden gekommen. Herzlich willkommen und vielleicht gleich zu Beginn Hütte, Hütte. Wir haben uns mal vor vielen Jahren getroffen, weil Axel Hütte bekam immer ab und zu Post. Friedhelm Hütte, ich auch des Öfteren Axel Hütte. Wir haben festgestellt, wir kommen zwar aus der gleichen Region, aber so weit bekannt sind wir nicht direkt verwandt. Also herzlich willkommen. Geboren in Essen und 1951 und studiert an der Kunstakademie in Düsseldorf. In Düsseldorf ist auch das erste Foto entstanden, über das wir miteinander sprechen wollen. Bitte die Abbildung. Ja, das ist zwar das erste Foto, was wir hier sehen, aber begonnen hat die Serie, die sich auf architektonische Formationen bezieht. Dazu zählen U-Bahn-Stationen, Hausflure, Tiefgaragen in Berlin.
Während meines Studiums fuhr ich häufiger nach Berlin, denn, wie man so sagt, ich hatte einen Koffer in Berlin. Das nutzte ich dann, um verschiedene Stadtbezirke hier in Berlin kennenzulernen, indem ich tagsüber mehrere Stunden lang durch die Straßen flanierte. Und ich war fasziniert von den handwerklich wunderbaren Holztüren, die allerdings, und das war ein Widerspruch zu den Fassaden, die aus Rauputzfassaden bestanden und der Hinweis einer kleinen Plakette besagte auch Aufbauprogramm Berlin. Aus Neugierde habe ich mir dann gedacht, schaue ich doch mal, wie es innen aussieht, in den Hausfluren. Und ich war dann doch überrascht, welch Pracht und Prunkräume sich zum Teil hinter diesen Haustüren befinden. Ich begann also 2, 3 Aufnahmen zu machen, aber stellte dann zu Hause fest, dass mich das eigentlich, obwohl es mich atmosphärisch sehr interessiert hat und ich fasziniert war, war es für mich nicht das, was ich eigentlich in meinen Fotografien zeigen wollte. Die Serie begann also gedanklich in Berlin, aber umgesetzt habe ich sie in Düsseldorf. Und zwar Hausflure in Mietshäusern aus den 50er Jahren. Was mich dort faszinierte, war diese kühle, nüchterne, zeitlose Atmosphäre. Während in Berlin man das Gefühl hat, hier kann man sich wohlfühlen, hier kann man verweilen, waren die Hausflure in Düsseldorf doch eher Orte des Transits. Und in dieser Werkgruppe, wie eingangs erwähnt, gehörte irgendwann auch mal die Berliner U-Bahn-Station, denn um die verschiedenen Stadtbezirke zu erreichen, habe ich im Laufe mehrerer Jahre mehr oder weniger das komplette Streckennetz Berlins, Westberlins muss man dazu sagen, und nach der Wende auch zum Teil Ostberliner U-Bahn-Stationen aufgenommen. Diesen Hausflur, der ist eigentlich ein wenig außergewöhnlich, weil er jetzt doch von der Atmosphäre oder Anmutung nicht einem 50er-Jahre-Mietshaus entspricht. Es ist nämlich, aber was mich fasziniert hat, war dieser Widerspruch zwischen den Säulen, den Blickversperrungen, dass man gegen eine Wand läuft und die Stiege, wie der Österreicher sagt, also das Treppengeländer, welches links hochgeht. Das heißt, es sind verschachtelte Räume, die man aber räumlich nur erahnen kann. Also hier sind schon die ersten Anzeichen einer Entwicklung, die großen Wert auf Bildkonstruktion und Darstellung legt. Danach, nach dieser Serie der Hausflure, ergab sich die Gelegenheit, nach Italien zu reisen. Und dort ist dann dieses Bild entstanden, Vescona. Und ich muss sagen, dass ich in Deutschland eigentlich nur 2 Serien gemacht habe. Das waren einerseits die Berliner U-Bahn-Station und die Düsseldorfer Hausflure zu Beginn der oder Mitte der 70er, Ende der 70er. Und später dann war ich eigentlich fast ausschließlich im Ausland fotografisch aktiv. Und man kann sagen, dass ich das Reisen sehr obsessiv betrieben habe. Und man fragt sich ja, was ist es, was einen in fremde Länder zieht? Und da gibt es einen japanischen Haiku-Dichter, Matsuko Basho, der lebte so um 1645 herum, der dieses wunderbare Zitat: auch mich verführte der Wind, der die Wolken dahin treibt. Dieses Zitat habe ich C.S. Notebohm zu verdanken, mit dem ich auch ein gemeinsames Projekt gemacht habe. Aber vielleicht greife ich dem Ablauf der Bildstrecke vor. Was wäre denn jetzt das nächste Bild? Ich kann ja darauf nochmal zurückkommen. Ja, mit C.S. Notebohm, das Projekt, der Katalog heißt der Kontinente. Axel Hütt hat alle Kontinente, inzwischen auch die Antarktis, das war damals noch nicht inkludiert, das kam dann später nach diesem Projekt mit Notebohm.
Und wir bleiben noch etwas in der Nähe, in Deutschland auch. Und es ist dieses Projekt auch eine Gegenüberstellung, nicht mit einem Schriftsteller, sondern mit einem Fotografenkollegen, mit Albrecht Renger-Patsch. Und vielleicht, dass wir da die erste Abbildung von den Rheingau-Fotos sehen. Rassmannshausen. Ja, ich möchte zur Entstehungsgeschichte dieses Projektes etwas sagen. Renger-Patsch wurde um 1950 herum von Böhringer Ingelheim eingeladen, die Landschaft fotografisch doch mal festzuhalten. Und es gibt einen wunderschönen Bildband von ihm, Lob des Rheingaus. Und man sprach mich an, ob ich nicht Interesse hätte. Aber das Projekt erschien mir, weil ich überwiegend im Ausland gearbeitet habe, zuerst mal überhaupt nicht so spannend. Aber nach beharrlichen anderthalb Jahren insistieren, habe ich dann gesagt, gut, ich versuche es mal. Und daraus ist, muss ich sagen, eine sehr schöne Serie entstanden. Und geholfen hat mir dabei, und das war das erste Mal, dass ich eine Publikation gemacht habe, in dem die Arbeiten von Renger-Patsch, die er 1953 gemacht hat, im Buch beinhaltet sind. Und zugleich habe ich angefangen, weil ich nicht wusste, was soll ich überhaupt machen? Wie kann man diese Ortschaften darstellen, die ja doch eher so verträumte Dörfer sind? Oder wie soll ich die Landschaft, die ja überwiegend aus Weinbergen besteht, aufnehmen? Da kam mir die Idee, ich sammle erst einmal Postkarten, die alle zwischen 1890 und 1930 publiziert wurden. Schließlich hatte ich 1000 zusammen und so entwickelte sich die Idee von Tableaus, die 2 Meter hoch, 1,50 Meter breit aufmontiert oder einmontiert, 10 vergrößerte Postkarten 1824 und habe dieses kombiniert mit einer Sicht, mit einem Blick in die Landschaft, den ich für interessant hielt. Und die Tableaus haben dann Namen wie Burgen oder Innenräume. Das heißt, es ging mir darum, auch, deshalb war es wichtig, Renger-Patsch zu zeigen, dass die Landschaft vielleicht sich nicht verändert hat, aber der Blick auf Landschaft. Es geht also um eine Darstellung, die mehr oder weniger zeitgebunden sich auch entwickelt hat. Die narrativen Elemente, die Renger-Patsch noch in seinen Aufnahmen hatte, hatte ich bewusst vermieden. Und vielleicht sieht man jetzt mal 2, 3 Aufnahmen aus diesem Zyklus. Dann kann ich das ein wenig nicht erklären, aber präzisieren. Nun, das ist eine Aufnahme. Man sieht hier, der Blick ist versperrt durch den Nebel. Den Boden kann man nicht erkennen. Die Bäume stehen wie Lanzenstangen, sage ich jetzt mal, im Bild. Das heißt, der Raum ist letzten Endes nicht zu erfahren, weil der Nebel den Blick in die Tiefe verhindert. Es gibt ein Bild von Renger-Patsch, welches so ähnlich aussieht. Und das war auch, kann man sagen, für mich Quelle der Inspiration. Er hat eine ähnliche Anordnung von Bäumen, die er frontal aufgenommen hat, so wie ich. Aber sein Blick fällt letzten Endes auf eine klar definierte Landschaft. So das, was mir wichtig war, ist, dass die Lehre des Bildes die Imagination des Betrachters hervorruft. Und gleichzeitig nicht nur die Lehre, sondern auch die Blickverstellung, in dem Falle über den Nebel. Ich würde jetzt vielleicht mal aus der Serie noch ein zweites, glaube ich, oder? Die davor vielleicht noch mal. Davor. Ja, gut. Das bezieht sich also auch, das Bild nennt sich Rheingau Nebel. Und nur das anekdotische Mal, damit man begreift, dass solche Aufnahmen Geduld brauchen. Diese Art von Nebel, die sich Inversionsnebel nennt, geschieht nämlich nicht täglich, sondern selten.
Das setzt voraus, dass ein Temperatursturz erfolgt. Irgendwann, nachdem ich 5-mal um 5 Uhr in der Früh aufgestiegen bin, bin ich zur Wetterstation Geisenheim gefahren und habe mich erkundigt, was sind denn die Bedingungen? Und es gibt Bedingungen. Und eine davon, aber dann höre ich auch auf, ist eine sternklare Nacht. Also, wenn man dich sieht, heißt es früh aufstehen. Und ungefähr nach 30 Minuten bricht dieser Nebel, oder sie sind ja ziehende Nebelschwaden, die verschwinden. Und gerade dieses Gefühl, dass dieses Bild nicht nur eine Baumreihe zeigt, sondern dass im Vordergrund etwas verschleiert, fand ich so interessant. Und man denkt ja, wenn man an den Rheingau denkt, jetzt nicht unbedingt an so einen Blick. Ja, aber das ist diese Haltung, das werden wir auch später noch sehen, beziehungsweise die Sammler oder Kunstfreunde, die ihr Werk verfolgt haben, werden da sicherlich zustimmen. Das ist einmal das Warten auf den richtigen Moment und dann, dass auch das eben vielleicht nur 2 oder 3 Aufnahmen gibt, weil es diesen Moment auch der sich nicht wiederholt und der eben so einzigartig ist, in dem das Licht einfällt oder die Nebel aufsteigen. Und dann reisen zu entlegenen Gegenden, in den Amazonas, Australien, die Antarktis-Expedition. Aber es sind nicht die Fotos, die man sozusagen im Normalen erwarten würde, dass es eben die spektakulären Alpenansichten sind oder die Amazonas, wie er sich malerisch daher schlängelt und mehr andere. Und das sind die ganz persönlichen, ganz besonderen Momente, wo es eben auch sehr, sehr oft um malerische Strukturen geht, finde ich, wo es um Komposition geht und auch das Einfangen eben der Stille. Also das ist, man immer auch ein Gefühl hat, dass es ganz still herum ist um diese Fotos. Sehen Sie das auch so? Ist das, wo ist da der besondere Antrieb oder das, wie würden Sie das, würden Sie da zustimmen? Ja, es gibt so einige Aspekte, die mir sich wichtig sind. Das eine ist die Bildkonstruktion, die ein formales Gerüst mehr oder weniger schafft. Das andere ist die Blickversperrung, die die Imagination fördert. Und das Licht, welches die atmosphärische Aufladung des Bildes auch hervorruft, ist mir sehr wichtig. Es gibt also sowohl Nachtaufnahmen als auch vernebelte Landschaften. So das, und es sind in der Regel Landschaften, die jetzt nicht, wie jetzt hier zu sehen im Hintergrund Vescona, das heißt Italien, berühmt für Wein und Schinken, sage ich jetzt mal, aber nicht jetzt unbedingt für Scheune. Und hier kann man nochmal anknüpfen an das Moment der Bildkonstruktion. Denn was ich hier habe, ist ja, dass ich die Scheune als architektonisches Element einsetze, um einen Bildausschnitt festzulegen. Das heißt, die Scheune bildet den Rahmen, oder teilweise den Rahmen. Andere Bilder aus italienischen Fabrikhallen hat man eine schwarze Front und die Fenster geben einen Ausblick, aber man sieht die Landschaft nicht. Und bei diesem Bild sieht man rechter Hand hochgestapelte Heuballen. Aber den Mittelgrund, den sieht man nicht. Das heißt, der Blick springt direkt zum Horizont hin. Und diesen perspektivischen, sage ich jetzt mal, Raffinesse hat mich immer interessiert. Sodass es einige Arbeiten gibt, die im Querformat aufgenommen. Dann habe ich das Negativ zerschnitten, rechts und links vertauscht, sodass die Perspektive letzten Endes nicht mehr zentralperspektivisch angelegt ist. Was ja auch nicht unbedingt in diesem Bild ist, aber das sieht man nicht, weil ich mit einer Plankamera arbeite. Und das ist jetzt nur der technische Hinweis, ich kann die Perspektiven konstruieren. Solche Aufnahmen kann man also nicht mit der Kleinbildkamera machen, sondern es setzt voraus, dass Objektiv und die Bildebene zueinander verstellt werden können. Das aber nur, und damit beende ich den technischen Vortrag, sonst wird es ja langweilig. Ja, aber nein, ich finde das gut. Weil auch nicht nachvollziehbar, das ist ja wenn man es jetzt nicht vom Fach kommt. Immer seltener. Ja, vielleicht, dass wir den Übergang nochmal
springen jetzt von diesem Niederwald zu einer Ausbeute eben von ihrer Reise nach Lateinamerika. Und es ist eine formal ähnliche Struktur, auch mit einer Spiegelung, auch Bäume, aber eben nicht fast schwarz-weiß karg durch die Winterszenerie, sondern in diesem wunderbaren Grünton entstanden am Rio Negro in Brasilien, richtig? Ja. Genau. Der Rio Negro fließt auch noch den anderen, aber das jetzt in dem Falle war Brasilien. Das war die erste Aufnahme in den Tropen, die ich gemacht habe. Und ich war dort in einem kleinen Boot mit Außenbordmotor, mit zwei Personen unterwegs. Und normalerweise ist dieses Gebiet, das, wenn man sich ein bisschen auskennt und sich die Baumstämme betrachtet, die ja überflutet sind, das ist normalerweise Terra Firme, Festland, aber aufgrund des Hochwassers des Amazonas sind die ganzen Wälder halt stehen ungefähr einen Meter, je nachdem, wo sich das auf, wo man sich befindet, im Wasser. Und diese Spiegelung entsteht natürlich nur, das ist ein Schwarzwasserfluss, deshalb der Name Rio Negro. Diese wunderbaren Spiegelungen, die sieht man eigentlich nur am frühen Morgen und am späten Abend, denn dort ist es dann absolut windstill. Und das war einerseits für mich der Grund, 7 Jahre lang immer wieder in die Tropen zu fahren. Es gibt eine ganze Serie von Bildern, in denen man einerseits Spiegelung sieht und andererseits allerdings auch gar nicht mehr die Realität, sondern nur die Spiegelung. Vielleicht gehen wir da nochmal vor bis zu dem letzten Foto von der Amazonas-Serie oder von der Lateinamerika-Serie. Das ist einmal. Ja, das ist jetzt keine Wasserspiegelung. Nein, aber es kommt als nächstes. Dieses meine ich jetzt. So, das ist letzten Endes auch aus einem Boot heraus fotografiert, also mit Stativo gemerkt und mit der Plattenkamera. Und dann fand ich es spannend und das ist auch ein weiteres Merkmal meiner Bildstrategie, eine Irritation im Bild zu erzeugen. Das Bild steht nämlich auf dem Kopf. Während das erste Urwaldbild, da sieht man die Spiegelung und hinterher bin ich hingegangen und habe ganze Serien auch gemacht, indem ich die Bilder immer auf dem Kopf gedreht habe. Aber wenn das Wasser so ruhig ist, kann man das manchmal nur erahnen. Es ist wie so eine zitternde Oberfläche, die man sieht. Und da kann man sagen, tauchen auch malerische Elemente auf. Aber ich glaube einfach, dass Fotografie zwar gerne mit der Malerei verglichen wird, nur die Präzision, die Kamera festhalten kann, die schafft der Maler gar nicht. Der Maler erzeugt ebenfalls die Simulation über seine Pinselstriche. Wenn man sich Monet, die Seerosen anschaut, aus der Nähe, das ist ja keine Seerose mehr. Und dieses Gefühl, das ist der zweite Aspekt, der in meiner Arbeit wichtig ist, nämlich das Phänomen Nähe und Distanz, dass der Betrachter aus der Entfernung schon das Bild erkennt, aber aus der Nähe sich dann plötzlich nochmal andere Perspektiven und Fokussierungsmöglichkeiten ergeben. Ja, ich denke, da ist gerade dieses Werk ein ganz überzeugendes Beispiel. Denn es irritiert auch, stellt Denkmuster in Frage und ist gar nicht so einfach zu entschlüsseln, wie man eben, wie Sie gesagt haben, auf den ersten Blick oder aus der Distanz annehmen könnte. Um das auch hier nochmal sozusagen zu unterstreichen, Ralf Görz, der Kurator ihrer großen Retrospektive im Kunstpalast Düsseldorf in 2017, hat dazu geschrieben: Hütte ist kein Fotograf, er ist ein bildender Künstler, der den Motor der Fotografie nutzt. Würden Sie das auch so sehen? Ich würde sagen, jeder Fotograf, der im Kunstbereich sich positioniert, ist ein Künstler, ja. Ja, aber das ist letzten Endes völlig unbedeutend, der Satz, sage ich jetzt mal. Was aber richtig ist, ist schon, dass die Bilder vermeintlich nicht die Realität
wiedergeben, sondern auf der Grenze zwischen, und das war auch einmal ein Buchtitel, Phantasmi et Realtà. Man hat also das Gefühl, dass das so Sinnestäuschungen sind und zugleich, oder Traumbilder. Und diese Aspekte sind mir wichtig. Und der andere Aspekt, der mir auch wichtig ist, dass Landschaft hat auch immer mit Erinnerung zu tun. Das heißt, jeder Mensch hat ja eine Erinnerung an bestimmte Landschaften. Und indem ich ihm die Möglichkeit gebe, und dann kommen wir wieder auf die Entleerung der Bilder zurück, dass ich also nicht narrative Strukturen im Bild anlege, sondern versuche, ihm ein Raumgefühl anzubieten, in das er hineintreten kann. Sodass es auch wichtig ist, dass die Bilder eine bestimmte Größe haben, die ihm die Grenze zwischen Betrachten aus der Distanz und Eintreten in das Bild erleichtert. Ja, das erklärt, nein, das finde ich, find ich eine sehr gute Steht Erklärung. Steht hier nicht, da habe ich eine sehr gute Erklärung zu dem Format, weil es ist ja nicht, man kennt ja so eine Landschaft auch in einem anderen Format abbilden, in einem deutlich kleineren, aber dieser Moment, dass man sich hineingezogen fühlt und fast den Eindruck hat, gerade hier hineinschreiten zu können, das hängt natürlich auch von dem Format ab. Sie haben sich viele Jahrzehnte mit dem Thema Landschaft beschäftigt, teilweise auch mit der Serie des Imperial, wieder dem Interieur, das ist schon mit den Treppenhäusern in Düsseldorf angegangen, zugewandt. Ganz früh gab es auch Porträts von Ihnen in der Düsseldorfer Zeit noch, also Porträtaufnahmen von Kunstkollegen, Kolleginnen. Und aber jetzt ist ein ganz neues Stück hinzugekommen, gerade eröffnet in Frankfurt in der Galerie Teuxdorf, das Stillleben. Und zwar das Stillleben in einer seiner klassischen Ausprägungen als Blumenstillleben, aber auch wieder genau in meiner Sicht wie die Landschaften in so einer sehr ungewöhnlichen, in einer fokussierten, konzentrierten, überraschenden Form und mit einer Technik, wo ich zwar einige Sätze dazu gelesen habe, aber ich muss zugeben, es nicht ganz nachvollziehen konnte, wie es gemacht ist. Und Axel Hütte, wie haben Sie diese wunderbaren Blumenstillleben so erzeugt? Ja, das ist eine Serie, die in meiner Berliner Wohnung entstanden ist. Und ich hatte mich die ganze Zeit mit dem Thema Blumen schon beschäftigt, scheiterte aber immer. Man war unzufrieden, muss man so zu formulieren. Das ist ja immer ein Prozess, denn auch solche Bilder wie in Italien oder wie die U-Bahn-Station, das ist jetzt nicht, dass man direkt in 3 Tagen das Thema abhandelt. Sondern ich habe hier insgesamt vielleicht 2,5, 3 Jahre an dem Thema gearbeitet. Und irgendwann kam ich zu dem Ergebnis, dass die Blumen, die ja gar nicht real sind, sondern sie sind invertiert. Das heißt, die Wand ist weiß und die Blume hat die Komplementärfarbe. Und ich hatte also zum ersten Mal mir eine digitale Kamera gekauft, die es auch erst seit einem Jahr, sage ich jetzt mal, gibt. Das heißt, die ersten Aufnahmen waren auch mit der digitalen Kamera, aber hier kommt jetzt hinzu, dass die Arbeit ist ja 2 Meter groß. Also das heißt, nee, die vorherige, das ist halt ein kleines Format. Die erste ist auf Naturpapier gedruckt, 2 Meter groß, und die zweite auf Metall. Was mir auch wichtig ist, weil bei der Bildbetrachtung verändert sich, ist es auf spiegelndem Metall gedruckt, bei der Bildbetrachtung, je nach Standort, fängt das Bild, die Blumen an zu leuchten. Und die Schatten, die man jetzt hier so nicht sieht, die man aber in real, wenn man das im Original sehen würde, wechseln die Intensität des silbrigen Glanzes, weil hier dann der Spiegel das Licht reflektiert, also der Metallspiegel. Und also auch eine Serie, die die Irritation der Wahrnehmung
einen bewusst macht und zugleich auch das Phänomen, dass man ja das Gefühl hat, und nachdem ich ja vorhin schon für meine Reisen und meine Landschaftsbilder den japanischen Haiku-Dichter Matsuoka Basho erwähnt habe, möchte ich doch hier, die Bilder wurden hier treffend mit dem Satz, der in dem Northern Stroke Album vorkommt, also in dem Song wohlgemerkt, psychedelic, I think it's the 11th hour. Das heißt, hier sind jetzt nicht, dass der Fotograf Halluzinationen hatte, aber die Blumen sind ja nicht real. Sie verändern sich im Licht, sie haben eine merkwürdige Farbigkeit und so ergibt sich letzten Endes schon der Gedanke, dass hier so eine Art von Halluzination erzeugt wird. Gleichzeitig, wenn man den Begriff der Schönheit ins Spiel bringt, ist es interessant, dass das ja getrocknete Blumen sind. Das heißt... ich habe schon gedacht, es ist nicht das klassische niederländische Stillleben. Nicht die Rosen oder die Orchideen. Es sind getrocknete Blumen. Ich habe es mir intensiv angeschaut, aber auf getrocknet wäre ich jetzt nicht gekommen. Es sind getrocknete Blumen, die zum Teil also zwischen 6 und 8 Wochen trocknen. Dadurch verändert sich auch ihre Farbe, ganz speziell im Blumenstängel oder Stamm, der dann hölzern wird. Und so ergibt sich diese merkwürdige Farbkomposition und zugleich auch eine, was auch bei den anderen Aufnahmen von mir wichtig ist, eine merkwürdige Lichtstimmung, die letzten Endes zu der atmosphärischen Aufladung, in dem Falle psychedelic, it's the 11th hour, beiträgt. Ja, also vielen Dank erstmal und das denke war eine sehr intensiv, tiefe und auch nachdenklich stimmende Einblicke über die Ideen und Ihre Herangehensweise an die Fotografie. Wir haben ja die Möglichkeit eröffnet, dass Zuschauerinnen und Zuschauer auch Fragen an uns stellen können. Vielleicht, wenn ich da jetzt mal die auf hier unserem Handy abrufen könnte. Wir haben auch Gäste hier im Publikum, also es dauert noch ein bisschen, bis die Fragen eintreffen. Gibt es hier Fragen an Axel Hütte von Ihnen aus dem Publikum? Ich hätte eine Frage, wie wählen Sie Ihre Motive aus? Wie würden Sie diesen Prozess beschreiben? Ist das eher ein gewisser spontaner Prozess oder wissen Sie, was Sie in den nächsten 5 Jahren, für welche Motive Sie sich da entscheiden werden? Wie läuft das ab? Ja, also zum einen, man antwortet gerne, höhere Wesen haben mir befohlen. Das sind aber Mythologie, sage ich jetzt mal. Es ist letzten Endes so, das habe ich ja ganz am Anfang erklärt, das sind Zufälle. Der Koffer stand in Berlin, tagsüber flanierte ich durch verschiedene Stadtbezirke und ich war fasziniert. Also man muss sagen, das eine Moment ist die Faszination und die Neugierde, die hier zusammentreffen. Aber das heißt noch längst nicht, dass man die Bildsprache für das Thema gefunden hat. So. Und deshalb habe ich dann festgestellt, die Berliner Hausflure, die prunkvollen, das ist nicht ein Thema für mich, sondern so habe ich die Hausflure gefunden von Mietshäusern der 50er Jahre. So. Bei den Blumen war es letzten Endes, um mal diesen riesen Schwung zu machen, weil das ja auch der größte Bruch ist in meiner Arbeit. Ich bleibe immer einige Zeit in Berlin und hatte dann irgendwann die Idee, die schönen Blumen, die möchte ich jetzt nicht im Wasser stehen lassen. Das gibt ja eine Geruchsbildung. So habe ich die dann hingelegt und getrocknet. Da hatte ich aber immer noch nicht die Idee, die aufzunehmen.
Und dann habe ich die an einer, an dem Heizungsrohr, also in einem Mietshaus, in dem die Heizungsrohre auf Putz verlegt sind, habe ich mir eine Art von Wiese geschaffen. Und da kommt jetzt wieder die Assoziation hinzu, als ich mal ein berühmtes Bild von Albrecht Dürer gesehen habe, bin ich auch immer, habe ich versucht, eine ähnliche Aufnahme nachzustellen. Das ging aber nicht, weil er hat es natürlich gemalt, so bunte Wiesen und Gräberstück. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie, als ich dann die Reihe von getrockneten Blumen eingeklemmt in den Heizungsrohren sah, habe ich mir gedacht, da müsste man irgendetwas was machen. Aber bis dann die Bildfindung wiederum, ich habe ja gesagt, das hat 2-3 Jahre gedauert, dass ich nämlich die Blumen überkreuze, dass ich vor allen Dingen invertiere. Das sind so Prozesse, die, ja, man kann das sagen, vielleicht eine Eingebung oder die aus dem Spieltrieb entstanden sind. Dass man irgendetwas experimentiert, versucht und sagt, das ist ein Bild. Denn ich gehe jetzt nicht so vor, dass ich berühmte Bauwerke aufnehme. Und wenn, wie in Italien, die Palazzi, da müssen die leer geräumt sein, ohne Mobiliar. Es gibt also immer einen Bruch in der Vorstellung, oder mit der Vorstellung, die man gemeinhin sowohl auf die Landschaft überträgt, als auch auf italienische Palazzi oder auch auf Blumen. Ein Moment der Irritation und Schärfung der Wahrnehmung, das ist eigentlich das, was ich in meinen Arbeiten erreichen möchte. Ja, dazu, das ging ja auch etwas wie diese Entdeckung von Themen oder Motiven, aber auch eine etwas eher technische Frage. Die Belichtungszeit wird hier gefragt, Ihre Aufnahmen ist sehr lange normalerweise. Spielt der Zufall dennoch eine Rolle in manchen Ihrer Arbeiten? Ja, der Zufall spielt immer eine Rolle. Und zwar, wenn sich das jetzt auf lange Belichtungszeiten bezieht, es gibt ja eine Serie von Nachtaufnahmen, da sind die Belichtungszeiten zum Teil 40 Minuten, weil ich mit einer Plattenkamera, mit niedrig empfindlichen Filmen etc. etc. arbeite. Und die sind häufig aus Hotelzimmern entstanden. Es gibt diese berühmte Serie in Las Vegas. Da war zuerst der Gedanke, aus der Entfernung die illuminierte Stadt aufzunehmen. Aber dann fand ich es auch spannend, mehr oder weniger, das sind ja alles Hotel, also Casino-Hotels. Wir haben noch so eine ähnliche Aufnahme noch vielleicht vom Anfang. Das ist zwar kein Hotel, aber Zufall eine Bank. Also ich bin jetzt kein Spieler, aber die Illumination, die ja auch eine Rolle spielt in meinen Arbeiten, das Licht, das hat mich dann schon interessiert, Nachtaufnahmen zu zeigen. Und gerade im Bild war The Bank of America. Da kommt er zurück. Zu sehen. So, jetzt. Smiling. Das ist in dem Falle jetzt nicht Las Vegas, wohlgemerkt, das ist richtig. Aber daraus entwickelte sich die Serie, praktisch beginnend in Las Vegas, dass ich verschiedene Städte in Amerika besucht habe, 10 oder 12, sage ich jetzt mal so, Detroit, die eine eigene Art von Vorstellung haben, welche eigentlich in den 20er Jahren auch in Deutschland existiert hat, dass die Gebäude über die Beleuchtung, also über die Illumination, erst zu skulpturalen Landmarks werden. Und das ist natürlich hier bei der Bank of America sehr schön gelungen. Ja, vielen Dank, Axel Hütte, und dass Sie hier zu uns gekommen sind. Und ich danke Ihnen fürs Beteiligen, fürs Zuschauen, auch fürs Fragestellen. Und ich freue mich schon, Sie wieder hoffentlich hier im Palais begrüßen zu können, entweder in der kleinen Gruppe live oder per Streaming. Und zwar am 14. Oktober, 19 Uhr, bin ich im Gespräch mit Adrian Pratschi. Vielen Dank auch und ja, danke nochmal, Axel. Ich habe zu danken.